Also hier unten kommt jetzt nur Stahl hin, ne? Ja. Genau. Wir müssen Strom noch auf die Etage später bringen, ne? Klar. Dann müssen wir auch irgendwie mal einen Aufzugschacht machen. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander hier. Inwiefern? Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Lücken gelassen beim Bau. Wir müssen noch rechtzeitig geschlossen werden, das ist alles. Ja, eine sehr große Lücke da hinten. So. Die machen wir jetzt noch zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waren nur 9 Fundamente, die gefehlt haben. Kannst nicht mehr öffnen. Boah, ich baue immer eine Platte drunter, ne? Ja, das passiert mir auch sehr oft. Ah, ich habe keinen Beton mehr. Kein Problem, ich habe noch genügend. Ich sollte mein Inventar mal ein bisschen leeren, dann kann ich auch mehr mitnehmen. Beton. Ich habe gerade eine komplette Lagerkiste von oben mitgenommen, also eine halbe. Ja, ich habe Leben am Limit bei mir im Inventar. Ja, du hast ein bisschen was dabei, ne? Dass ich gleich die ersten Wände ziehe. Ja. Wir sollten die Stahlproduktion erstmal aufbauen, ne? Das wäre ganz wichtig. Weil Stahl brauchen wir gerade wirklich viel. So, Fundamente sind fertig. Perfekt. Also, zumindest augenscheinlich ist bei mir alles da. Kannst du mal gerade kurz erstmal schauen, dass man einen Strommast runterbekommt von oben, dass man zumindest schon mal einen Strom nach unten gelegt hat? Ja. Haben wir. Ja, mit dem Aufzug ist das jetzt ein bisschen blöd, ne? Ich würde sagen, wir kümmern uns um den Aufzug erstmal. Komm mal, bitte mal gerade ins Erdgeschoss. Ins Erdgeschoss, ja. So, Eisenproduktion. Die müsste eigentlich hier sein. Ja. Nein! Zu weit. Ich komme auch nicht. Wir müssen den Aufzug erstmal hinbekommen, dass der. So modulweise erweiterbar ist und auch am besten automatisch der Strom da drin auch wandern kann, weißt du? Das Problem ist halt, also du kannst halt hier echt wunderbar so hin und her springen. Ja. Von Platte zu Platte, das ist eigentlich kein Problem. Das Problem ist halt immer nur das Landen. Ja, beim Runter ist es egal. Da kannst du eigentlich auf die nächste Plattform runter und dann nimmst keinen Schaden. Ja, aber wenn du zwei Plattformen runter möchtest, das ist ein Problem. Ja, oder man geht halt immer Plattform für Plattform, ne? Ja gut, dann bräuchte ich mir die Landepads nicht, ne? Ja. Sollen wir mal ohne, weil die nehmen schon viel Platz weg auch. Ja, okay. Reißt du ab, weil ich habe nicht Platz im Inventar. Dann kann der Strom, der eine hier auch weg, theoretisch? Ja, nee, ich hätte ihn da gelassen wegen Strom. Achso, deswegen ja. Aber wir können, nee, ja, reißt noch mal ab vielleicht. Wir müssen den Aufzug dann verkleinern hier. So viel Platz brauchen wir dann gar nicht mehr. Den habe ich nur so groß gemacht wegen diesem. Weil nicht, weil die ganze Etage ist gerade ohne Strom da unten, ne? Achtung, ich reiß hier Böden ab. Oder nein, doch, die hat noch Strom. So. Du kannst eigentlich wieder. Hui. Hier oben haben wir nur keinen Strom, ne? Oh, stimmt. Ja. Die Plattform bleibt, ne? Ja, ich hab keine Ahnung, aber die kann weg, ne? Hopp, den Boden habe ich abgerissen. Ja. So, Strom ist da. Ja, der Aufzug sollte eigentlich nur aus den zwei Platten bestehen, ne? Also quasi rauf und runter springen, ne? Würde ich jetzt sagen. Ja, nee, ich hab daneben schon noch eine Platte gelassen. Inwiefern? Damit du, wenn du wenn du jetzt da runterspringst, ist da auch eine Möglichkeit, dass irgendwo anders zu landen und nicht direkt wieder hochkatapultiert wirst.
Dann bauen wir den Auftrag, wie du meinst. Zumindest die Platte da lassen wir, dann kannst du nämlich ohne Probleme darauf. Wir brauchen auf jeden Fall immer eine Platte pro Etage, um uns hochboosten zu können, ne? Ja, haben wir jetzt. Eine Platte brauchen wir zum Landen und eine Platte brauchen wir immer für einen Strommast, ne? Beziehungsweise, warte mal, ich will was testen. Könnte man eigentlich auch auf der anderen Platte machen, egal. Einfach nur was testen. Aua. Mein Kopf. Also kommen sie auf jeden Fall ohne Probleme hier hoch. Sommer treffen. Muss halt noch relativ nice an den Rand springen. Ne? Ja. Müsst du das noch ein, zwei höher setzen, dann geht das klar. Dann springst du nicht so mega weit hoch und kriegst halt Schaden irgendwo. Nice. Allerdings zum Runterspringen ist das jetzt scheiße. Wo willst du jetzt runter? Du kannst theoretisch so runtergehen, aber wenn du hier drauf landest, ist das auch scheiße. Ja, wie gesagt. Ich würde das mit der Platte, wie du gerade eben meintest, drüber machen, ja. Dann würde die nächste Antriebsplatte ja hier sein vielleicht, ne? Machen wir die mal dahin. Ja, reicht. Das ist nicht ohne Problem hier auf der direkt daneben landen. Direkt weitergehen. Ja, komm, damit es optisch aussieht und es irgendwie mehr passt, würde ich den Aufzug so gestalten. Immer mit vier Platten. Also ja, und die, eine halt die ja rechts, die lassen wir dann frei. Ja, im Wechsel, ne? Ja, gut. Mal die linke, mal die rechte oder so. Keine Ahnung. Das heißt, auch hier müssten wir jetzt hingehen und machen den hier. Den Strommast vielleicht mittig platzieren, wenn das geht oder so. Keine Ahnung. Ja, jetzt ja. Warte noch. So, das heißt, ja, das wird auch perfekt eigentlich. Müssen wir nur noch. Ja, und die Etage darunter auch. Die Etage darunter auch noch. Da, wo jetzt so. Stahlwald produziert wird. Hier wollen wir jetzt da eine. Und nochmal. Hier und hier. Jetzt dann brauchen wir oben ein Loch. Gelpad, aber nicht hier, sondern. Wir machen ja kein Gelpad. Ne? Machen die Sprung, den Absprung jetzt hier hinten. Der dürfte ja jetzt nicht stehen. Wohin? Einfach hier mittig. Warte, drehst du noch? Ja. Oh, einmal Stromverbindung brauchen wir. Ja, den holen wir uns gleich, ja. Ja. Beziehungsweise können wir direkt schon hier. Kriegst du den nicht immer mittig hin? Nee, das ist ein bisschen blöd, dann wegen dem anderen Strom, was da drüber. Oder darunter, je nachdem. Verstehe. Wo ist denn der eigentlich jetzt da drüber? Ich glaube, hier drüber haben wir noch keinen. Er ist da drüber. Oder? Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ja. Wir hätten das dann tatsächlich. Tatsache, wir haben hier keinen. Warum haben wir hier keinen? Können wir den auch setzen oder bist du dafür zu. Ach Mann. Manchmal ist das Ding nur ein bisschen blöd. Ach Scheiße, es geht nicht genau mittig. Ist ja auch, war ja auch irgendwie klar. Jetzt meine Kollegen mal dahin. Geht. Hast du? Verbunden, ja, aber kein. Ah, jetzt schon, ja. Kriegen wir den mit dem auch verbunden direkt? Ne. Passt. So. Wo habe ich hier die Wände? Ja. Den Auftritt sollte man natürlich mitwenden, ja. Das wäre. Auf jeden Fall auch jetzt direkt. Bist du da was am Trinken?
Vielleicht. Hab ich gehört. Hört man das? Sie. Es tut mir leid. Nee, das ist falsch rum. Scheiße. Wie war das? Wir haben ja schon nach 12, ne? Ja. Also darf man doch schon was trinken, ne? Achso, so meinst du das betrinken? Nein. Ja, harten Alk. Warum setzt ihr die Wände immer wieder falsch rum? Das ist so behindert. Ja. Und ja. Warum schwebt hier eine Kiste, die ich nicht öffnen kann? Hui. Alles zu da unten? Unten ja. Das ist Kellergeschoss, ne? Ja. Das ist alles wieder falsch. Das ist auch falsch. Das ist auch falsch. Brauchst du vielleicht Hilfe? Eigentlich falsch rum. Du hast die falsch rumgesetzt. Willst du oder nicht so rum? Doch, nee, das ist richtig. Ich dachte, du willst hier so rum. Ja, doch. Muss ich gucken, dass diese drei schwarzen Balken, die immer in den Türen sind, dass sie auf unserer Seite zu sehen sind. Nicht auf. Achso, die mit so, ja. Aber hier die Wand ist falsch, ne? Aber ja, das ist wegen dem Treppenhaus. Das Treppenhaus kann man auch so lassen. Im Treppenhaus fehlt eine Wand, kann das sein? Da ist irgendwie so ein Balken. Wo war das der Balken? Hier unten. Das ist der Boden, der da durchschimmert. Kriegt man nicht weg? Wahrscheinlich nicht. Haben wir den denn dort drauf? Bis jetzt noch nicht, weil wir auch keinen anderen Balken dazwischen gesetzt haben irgendwo. Ah, stehen. So, da noch. Da. Dort. Da. Nein, so rum. Wo käme der nächste Antrieb hin? Auf die hintere Platte wieder. So auch? Dass die Treppe vorne ist, ja. Oder ne, mach die Treppe mal zur Seite. Ja. So, noch einmal nach oben. Hier sind ja keine Wände. Hilfe. Warum ist hier eine Doppelplatte? Doppelplatte. Oder hast du da gerade eine gesetzt? Falsch. Hab ich das gemacht? Hier war eine, die war höher. So, das ist das Fundament. Vorsicht, reiß hier oben ein bisschen ab, ne? Ja. Aber da kannst du schon hinbauen, ne? Ja, warte, ich muss gerade erstmal hier gucken, dass ich das Fundament hier richtig hinkriege. So. Hier muss jetzt dahin, hierhin, dahin. Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Das Treppenhaus müssten wir dann noch, ne? Ja klar. Das mache ich jetzt nächstes direkt. Habe ich die unten falsch gesetzt im Treppenhaus? Die haben schwarze Punkte. Was sind schwarze Punkte? Im Treppenhaus. Achso. Sollten wir ja nicht sehen können, oder? Keine Ahnung. Wenn man hier hochkommt, siehst du, hier stimmt was nicht. Die Frage ist, was stimmt nicht? Warte, ich muss mal die Wand hochziehen von unten. Mal gucken, ob das dann auch noch der Fall ist. Ja. Das kann runterfallen, ne? Ja, das ist ein bisschen schwierig ohne Wände. Kriegt man das eigentlich zugebaut in der Mitte, dass man nicht runterfallen kann? Warte mal kurz, ist das richtig rum oder ist das falsch rum? Das sieht falsch aus. Irgendwie verwirrt mich die Wand im Treppenhaus. So. So. So.
Oh, mit den Stahlplatten. Wir müssen Kupfer auf jeden Fall nochmal verbessern. Optimieren. Ja, brauchen wir wahrscheinlich 3. Warte. Wir müssen den kompletten Verlauf Die Schmelze ist es. Ja, wir brauchen 2 pro Lauf. Das heißt, wir brauchen doppelt so viel. Das heißt, wir brauchen einfach keinen Splitter da vorne, sondern machen direkt 2. Also wir müssen eigentlich Splitter und Schmelze in der Reihenfolge tauschen. Oder? Wir müssen vor die Konstruktor 2 Schmelzen setzen und die 2 Schmelzen mit dem Splitter am Förderband anschließen. Oder sehe ich das falsch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich schau mal auf die Zahlen, mach du mal weiter hier. Jo. Ich brauch Material, ich muss runter. Der produziert 30 pro Minute. Also der. Und der hier macht 45 pro Minute. Also der Konstruktor macht 45 pro Minute. Die Schmelzerei 30. Ich will wieder einfach kein Beton mehr. Das Verhältnis ist dann eigentlich 3:2, ne? Das ist ein Scheißverhältnis. Ja, du brauchst dreimal eigentlich eine Schmelzerei und dann dazu. Das kriegen wir doch hin. Platz her kann man das machen, theoretisch. Müssen wir gleich mal drüber sprechen. Ja. Ich hätte da eine Vorstellung. Ja, das geht sogar ziemlich easy. Brauchen nur sehr viel Strom. Das dahin, das dahin. So, dann ist das jetzt fertig. Allerdings, ich lasse nach oben hin erstmal alles offen, ne? Mhm. Wer weiß, was da noch kommt. So, ich wollte aber auf jeden Fall nach. Halt, das war die richtige Etage. Ich brauche noch mehr Beton. Ich will nicht nur Wände ziehen. Und zwar zumindest auf unserer Hauptetage. Hier. Oh, wir müssen mal gucken, wie wir das mit dem Strom machen hier. Weil wir mehr Strom brauchen oder? Nee, weil wir bis jetzt noch eine Verbindung haben aus Festland und die ist ausgerechnet da, wo ich jetzt eine Wand setzen will. Hm. Kannst du mich noch hören? Ja. Du nicht, oder? Bei mir ist gerade Freeze vom PC. Ich speichere mal kurz die Aufnahme, wir sehen uns nachher wieder. Und da sind wir wieder. Bleibt das Spiel bei dir, Michi? Im Moment noch. Okay. Dann, während du noch ein paar Sachen nebenbei erledigen musst, werde ich mal gucken, dass ich mal ein paar Wände hochziehe. Mach das. Ich bin eine Etage zu weit runtergelaufen. Ich hasse es. Schilder. Wir brauchen Schilder. Ich sag's ja. Ah, Mann. Das ist eine Beschilderung echt. Also, wenn jede Etage fast identisch aussieht, wie soll man sich da, ne? Keine Ahnung. Gerade in dem Treppenhaus. Da sieht ja wirklich alles gleich aus. So, okay, ich glaube, da war ich vorhin dran. Da habe ich noch ein bisschen was. So, ab. Und weiter geht's wieder nach unten. Juhu! Komme ich nicht in die Abkürzung. Ich glaube, noch ein muss. Nein! Das waren 2. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht, wenn die Halle komplett dicht ist. Ne? Hm. Ob wir dann noch hier Licht haben. Wir müssen aber noch etliche Etagen dran bauen. Wenn es was später noch kommt, Kunststoff und was weiß ich alles noch. Leck mich. Dann bauen wir neue Hallen auf. Oh Gott. Ist das eine Pistole?
Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaun. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.